So. Du bist noch nicht fertig. Dann kann der Hex ja noch kommen und dir ins Gesicht schlagen, so wie mir. Aber es ist einfach nur so zum Kotzen, wenn man eine Nuzlocke-Variante spielt. Besonders bei einer Wedlock. Du hast eh nur zwei Pokémon, die du verwenden kannst eigentlich, ne? Und dann wirst du da und weggehext. Und wenn du dann jemand bist wie ich, der dann sagt, nee, ich möchte jetzt nicht diesen Kampf so gewinnen, dass ich jetzt einfach nur 10.000 Tränke spamme, bis ich endlich den Gegner besiege. Wenn man ein bisschen weggehext wird, dann vielleicht 4, 5 Healing-Items und das war's. Man hat dann nicht wirklich viel Möglichkeiten, wenn man gequittet wird. Oh, das. Ich spiele im Kampf immer ohne Items. Joa. Wenn es dir gefällt, habe ich auch nichts dagegen. Also, wenn es dir Spaß macht, so. Das könnte ich jetzt. Ja. Ich schaue jetzt, dass ich nie übertreibe. Ich habe schon Let's Plays gesehen. Auch Nuzlocke-Varianten. Das finde ich sowas von lame. Wo die einfach Tränke spammen, bis ihnen es passt und dann können sie das gegnerische Pokémon besiegen. Da frage ich mich auch, wenn ich sowas sehe, wenn es wirklich Healing-Items spammen im Kampf selber, um irgendwie, keine Ahnung, eine Attacke auszustallen oder Verwirrung oder was auch immer zu heilen die ganze Zeit. Da frage ich mich, warum spielst du eigentlich eine Nuzlocke dann? Aber ja, naja. Herzlich willkommen zurück hier im Pokémon XD Rufelcopter 001 Projekt. Hier Unterschlupf, Hauptquartier, Pyritus. Warum Pyritus? Keine Ahnung. Ich wollte Pyritus sagen, weil Pyritus. Naja, wir sind hier im Hauptquartier auf dieser einen Insel und knüppeln uns hier den Weg durch, wie es ausschaut. Und ja. Gut, haben wir. Das hier ist eine echte Forschungsanlage. So kleine Kinder wie du haben ja nichts zu suchen. Ich zeig dir mal, was ein kleines Kind ist. Na, ich bin ja eigentlich ein Kind. Also unser Protagonist. Also irgendwie schon. Aber egal. Das gefällt mir. Ein X-Bad und ein Wipitich. Und ich habe ja unser Gardevoir draußen, oder? Luna und Luna, ja. Oder? Luna, gut. Das männliche Luna. Gut, gut, gut. Dann kann ich da mal Psychokinese einsetzen gegen die Pitis und beißen möchte mich dieses hässliche X-Bart. Und dann noch das falsche Pokémon. Oh Mann, oh Mann. Diese Begrüßung. Ich hatte schon ärgere Begrüßungen. Generell, ich hatte früher. Eigentlich hatte ich da immer das Bedürfnis, immer was anderes zu sagen. Weil ich fand es irgendwie immer so langweilig oder ich finde es langweilig, wenn man so eine Standardbegrüßung hat und die immer absichtlich dann immer wiederholt. Für mich ist es einfach zu langweilig. Und da habe ich früher manchmal wirklich komisches Zeugs von mir gegeben als Begrüßung. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ich mache mir jetzt nicht mehr so viel Gedanken wegen Begrüßungen und so. Und ja, jetzt sage ich mir oft immer das Gleiche, zumindest immer so herzlich willkommen oder sowas. Aber ja, ich mache mir einfach keine Gedanken mehr über eine Begrüßung. Ich sage einfach das, was mir gleich durch den Kopf geht oder so. Und das ist meistens immer herzlich willkommen oder so. Ich weiß, was ich beim nächsten Mal sage. Aber wahrscheinlich werde ich es wieder vergessen und dann. Horta? Ach so. Du und Horta, das. Ja, nee. Nee. In Flessler möchte ich auch nicht einsetzen. Verzehrer auch nicht. Kann man zwar irgendwie strategisch verwenden, diese Attacken, aber das sind drei Moves. Und es braucht halt ein bisschen Zeit. Und nee. Muss nicht wirklich sein. Duloc ist das nicht, sondern Dreadlock, was ich da mache. Oder was ich in Soul Silver gespielt habe. Duolock wäre, wenn du. Ne? Jetzt muss ich an Sui Bang Duolock denken. Das ist, wenn du jetzt mit dem zweiten immer spielst und abwechselst. Und ja, je nachdem, welche Regeln du dann aufstellst, mit einer Nuzlocke-Variante zusätzlich. Aber das ist dann eine Duolock.
Und Wedlock. Wedding, ne? Ehe. Man darf immer nur zwei Pokémon paaren und dieses Paar darf kämpfen und dieses Paar darf während dem Kampf nicht getauscht werden, nur wenn dieses Paar drauf geht. Das finde ich auch sehr interessant. Das mag ich an der Wedlock, an diesem Konzept, dass man Pokémon so gesehen, dass man ein bisschen begrenzt wird. Generell bei Nuzlocke finde ich es reizend, dass man, was jetzt die Teammitglieder betrifft, dass man da begrenzt eine Möglichkeit hat und dass es random ist, was man bekommt, so gesehen. Das finde ich das Reizende immer, ne? Und dann, wenn man Randomizer auch macht, das ist geil. Immer, was darf ich denn verwenden? Weil ich bin ja jemand, der setzt doch eine große Vielfalt an Pokémon ein. In meinen Playthroughs. Also ich benutze eigentlich nie immer die gleichen Pokémon. Vielleicht das ein oder andere. Zum Beispiel, wenn es irgendwo ein Emolger gibt, werde ich es immer verwenden. Aber weil es ja mein Lieblings-Pokémon ist. Oder Gardevoir ist ja auch so ein Pokémon. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber generell habe ich immer andere Pokémon im Team. Weil ich es auch irgendwie reizend finde. Und das finde ich bei so Nuzlocke-Varianten auch überhaupt nicht störend, dass ich mir da selber mein Team so gesehen nicht auswählen kann. Was jetzt die Encounter betrifft und so, die wilden Pokémon. Süderle, ist da irgendwas? So, darf ich mich auf dein Gesicht setzen? Oder was machst du hier eigentlich? Doktor, auf diese Weise lassen Sie sich noch hören, weil ist das jetzt ein normales Bett oder irgendwie sowas zum Untersuchen? Weil, was sind das für Stangen? Das kann doch kein normales Bett sein. Was, wenn man dann einfach sich so aufsetzt und dann haut man sich dauernd den Schädel ein? Deswegen sind die alle so dumm wahrscheinlich. Weil zu Betten haben und dann beugen, beugen, beugen. Komisch, die Heinis hier, so. Lasst mich gegen euch antreten oder so. Wetteraussichten auch heute extrem stürmisch. Das sehen wir gerne. Okay. Wenn zwei Wasserströme aufeinandertreffen, entstehen Wirbel. Probier das mal in der Badewanne aus. Dankeschön. Ja, kommt einfach so ein Kind reinspaziert in so eine streng geheime Basis und der sagt nur, ja, beim nächsten Mal in der Badewanne macht ihr zwei Wirbel oder zwei Ströme und dann entsteht ein Wirbel und so. Okay. Komisch, die Heinis hier. Sehr, sehr komisch. Und Hyperbälle haben wir. Gut, 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 gut. Darf ich endlich mal gegen jemanden antreten? Wir Wissenschaftler sind glücklich und geehrt, Meister Freenos dienen zu dürfen. Unsere Forschungsgelder sind sehr großzügig. Und es macht irre Spaß, solche Riesenwellen zu schaffen. Ja. Das ist immer so ein Thema, ne? Mit Wissenschaftler. Die Unmenschliches machen, ne? Wir sind kurz davor, unseren Krypto-Pokémon-Plan zu vollenden. Wir können dich hier nicht gebrauchen. Wer bist du? Glaubst du wirklich? Du kannst mir einen Stein in den Weg legen. Den werde ich wie einen Fußball ins Kreuzeck schießen. Ja, so schaut's aus. Was? Bye-bye? Wer muss denn gehen? Nein, Sven, warum gehst du? Ich habe es verpasst. Oh Mann, ey, warum gehst du da, wo ich jetzt gerade am Aber tschüss. Falls du das jemals nachholst, diesen Livestream oder dieses Live-Let's Play dann auf YouTube. Ich habe mir ja eh gedacht mit den Live-Let's Plays, dass ich das ein bisschen später. Habe ich das schon angesprochen? Ich glaube, das wollte ich ansprechen, habe es aber vergessen. Auf jeden Fall habe ich es eigentlich jetzt so geplant, dass ich die Live-Let's Plays ein bisschen später rausbringe und nicht gleich nach den Livestreams. Einfach weil ich mir denke, es wäre wieder reizend für die Leute, die im Chat anwesend waren und den Stream schon gesehen haben. Es wäre schon irgendwie reizend, dann später, nach einem halben Jahr, das nochmal anschauen zu können oder sowas. Dann ist dieses Projekt für diese Leute vielleicht wieder etwas ansprechender. Weil ich kann ja voll und ganz nachvollziehen, wenn man
jetzt ein Projekt gesehen hat, sei es auf YouTube ein Let's Play oder einfach ein Livestream, und dann hat man am nächsten Tag nicht wirklich Bock, das nochmal anzuschauen oder so. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass ich jetzt hier ein bisschen auf Vorrat normal aufnehme und dann erst, keine Ahnung. Zum Beispiel habe ich ja vor Pokémon Colosseum erst, wann zu bringen, so nach der Wedlock oder irgendwie während der Wedlock, so gegen Ende, so November, Dezember oder sowas, je nachdem. Und das ist ungefähr ein halbes Jahr. Und da kann man sich das vielleicht nochmal anschauen. Auch die Leute, die das Projekt im Livestream schon gesehen haben. Ja, so. Wo sind wir jetzt? Ich will noch andere. Und ich mache einen Hardcore, wo ich nur einmal im Pokémon Center darf. Jetzt bist du zwar nicht mehr da, aber so Hardcore-Varianten, ja. Ich finde das nicht so extrem reizend. Weil ich kann mir vorstellen, dass es dann relativ schnell frustrierend sein kann. Aber wenn es dir gefällt, so eine Hardcore-Variante. Ich schaue ja jetzt auch jetzt nicht mehr so extrem, aber wenn ich wieder irgendwie eine Trainingssession vor mir habe, schaue ich wahrscheinlich wieder weiter bei Regibang, sein Neo X Let's Play, ne? Er findet das ja extrem reizend, diese Herausforderung, was ich ja auch irgendwie verstehen kann. Allerdings finde ich es teilweise extrem unfair, wie das Spiel ist. Also das ist wieder so eine Meinungsverschiedenheit. Regi, der findet das geil, aber ich würde schon sagen, wenn die so Attacken drauf haben, so random Attacken und irgendwie, ja, das macht es schwieriger, aber es ist irgendwie unfair. Ja, irgendwie demotivierend, wenn der Gegner dauernd so. Ja, es ist einfach irgendwie so. Würde mich persönlich nicht so extrem reizen. Und ja, generell. Ich finde auch die Herausforderung, dass es schwieriger wird, so ein Playthrough bei einer Nuzlocke-Variante, finde ich auch reizend. Aber ich bin da jetzt nicht jemand, der generell in Spielen das Allerschwierigste anstrebt oder so. Greifst du jetzt nicht sehr effektiv gegen unser Schluckbuck an? Egal. Aber ja, ist ein netter Nebeneffekt, kann man sagen. Bei so einer Nuzlocke-Variante. Dass es noch eine größere Herausforderung ist. So, ich schicke jetzt einfach mal Mond rein. Und hier schicke ich jetzt auch Pflanzi rein. Weil wenn der jetzt wieder Schaufler einsetzt, dann spam ich einfach Erdbeben. dann kann man Lepumentas mit Erdbeben schon treffen, oder? Wenn es Schaufler einsetzt. Es hat ja Schwebe und deswegen kann man mit Bodenattacken es ja nicht treffen. Aber in dem Fall schon, oder? Naja. So. Ich spiele im Kampf immer ohne Items. Achso, da war ich ja schon. Begrüßung. Ich gehe off. Aber da mache ich eine Randomizer so. Ich weiß, ich hinke gerade ein bisschen hinterher, aber ist auch wurscht, ne? So, und ja, Megasauger, warum nicht? Und schauen wir mal. Hoffentlich setzt es jetzt nicht irgendwie Dingsbums ein. Schaufler. Weil ich glaube, ich habe jetzt Flammenwurf eingesetzt, oder? Ach, come on. Ah, da, weil man als Let's Player dauernd quasselt. Auch wenn man irgendwie einen Plan hat, kann es vorkommen, dass man dann sowas macht, ne? Einfach wieder vergessen hat oder einfach unkonzentriert ist. Das darf man ja aber als Zuschauer auch nicht vergessen, dass ein Let's Player, der eine Nuzlocke-Variante zockt, dass der, meine Leute, dass der auch eine gewisse Ablenkung durch das Let's Play hat. Das darf man ja nie so außen vor lassen. So. Ich sehe gerade männliches Gardevoir, schäm dich. Naja. Das ist ja dein allererster XD-Livestream, ne? Wir haben damals
uns eben Gedanken gemacht über Namen und so. Und dann hat sich's irgendwie so ergeben, dass ich meine männlichen Pokémon Mond nenne und meine weiblichen Pokémon Luna. Deswegen habe ich hier dauernd Mond und Luna. Und Knilz habe ich Zuschauer wieder überlassen und da hat Zuschauerin einfach gesagt, die Shiny Pflanzi. Fakte, Mond, Luna, Naming Theme, Pflanzi. Ja, und deswegen. Und ich habe mir ja dann offscreen ein Dingsbums gefangen. Ein Drassler. Und weil es männlich ist, habe ich mir gedacht, ich nenne es jetzt eigentlich nach den weiblichen Pokémon, nämlich Luna. Na, dann ist es perfekt, so ein Hideyoshi-Type. Aber ich mag auch männliche Gardevoirs. Keine Ahnung. Einfach wahrscheinlich, ne? Anime kennt ihr die Leute, die sich, die ausschauen wie Mädchen sind, aber Männchen und sowas, ne? Und ja, ist meistens ja so eine Komödie, wenn es um sowas geht. Mann, wer schreibt mir jetzt? Sophos. Nieder mit dem Krypto. Hä? Kannst du nicht schreiben, alter Kauz. Ach, waren Sophos. Mein lieber Michael, hallo. Das ist meine erste E-Mail. Ich habe wohl vorhin aus Versehen eine leere Nachricht geschickt. Entschuldigung. Und auch meine Tippfehler. Diese Technik heutzutage ist sehr peinlich. Hier bricht die E-Mail ab. Aber das sollte der doch checken, während ein E-Mail schreiben, oder? Wenn er da einfach so schreibt. Viel zu heiß. Mann. Ach so, wahrscheinlich können wir hier mit Crowdern herumgehen, oder? Naja. Stelle ich mir vor, weil wieso soll man sonst dort hinkommen? Ach so, vielleicht so. Okay. Mal schauen. Sehr, sehr interessant hier. Wo waren wir denn jetzt? Ah, ich hab's wieder vergessen. Ich hab's ein Erbsenhirn. Vielleicht. Ach so, männliche Gardevoir. Ich finde die gar nicht so schlecht. Ach so, das. Na, no, das geht aber einfach. Machen sich da die Spieleentwickler das nicht ein bisschen zu einfach hier? Ich glaube, Lava sollte doch dann noch alleine funktionieren können, wenn es auch so abgeschraubt ist. Abgeschraubt. Warum geht die Lava hier davon? Die geht davon, ja? Nimmt einen Koffer und geht davon. Ist irgendwie unlogisch hier gerade, aber ja, ich nehme es einfach so hin. Ein Belieber haben wir. So, wo bist du jetzt? Ich spiele momentan Platin, Nuzlocke und Spart. Start aber Darkrai. Ich habe ja auch gerade ein Randomizer geplant, beziehungsweise ist gerade am Laufen. Obwohl, wenn dieses Live-Let's Play rauskommt, dann sollte es allerdings schon so weit sein, dass dieses Projekt schon am Laufen ist oder sogar schon beendet ist. Also ist es halb so schlimm. Aber auf jeden Fall haben wir da einen Randomizer. Aber mit der Einstellung, dass es nicht komplett random ist, sondern dass die Pokémon die Pokémon haben ungefähr die gleiche Stärke wie die normalen, wie die Pokémon, die sonst dort auftauchen würden. Aber so komplett random, das würde mich auch vielleicht mal reizen. Aber, ja, also, was man heutzutage machen kann, ist eigentlich schon unglaublich. Dass man generell, dass es so etwas wie ein PC gibt, das war ja damals als Kind auch überhaupt nicht selbstverständlich. Generell so dann noch krasse PCs, dass man dann auch Pokémon auf dem PC zocken kann, dass man so etwas wie ein Randomizer dann ganz leicht bedienen kann. Das ist eigentlich krass, dass man da auch dann Möglichkeiten hat, die alten Spiele doch ein bisschen interessanter zu gestalten. Das ist ziemlich nice. wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? War da rechts oben irgendwie ein Eingang, den ich jetzt gerade übersehen habe? Achso, da unten wahrscheinlich. Achso, I see. Kann ich da irgendwie runterlatschen? Kann ich runterhüpfen? Och Mann.
So, dann, aha, ich möchte gehen, aber lesen gleichzeitig, aber funktioniert das? Ich spiele momentan. Sind das... ja, ich muss ja angeben. Meine Manga-Sammlung. Ja, das kann ich euch jetzt mal so zeigen. So mitten im Part. angeb muss ich ja wieder. So, ich kann zwar die Kamera jetzt nicht weiter nach vorne, weiter zum Stand. Wie sagt man? Naja, auf jeden Fall sind wir das von oben. Vier Reihen sind nur Manga. Dann sind da unten die Filme, unten DVD, da auch Manga, dann sind das die Anime und ganz unten CDs und sonstiges Stuff. Ja, ich muss angeben. So. Gut. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, hier so zu sitzen. Aber nee, ein bisschen weit drüber. Weil ich möchte ja nicht, dass das Mikro zu sehr jetzt hier mich verdeckt oder so. Naja, so. Bisschen angeben muss. Habe ich jetzt in meinen Let's Plays schon öfters gemacht. Nicht machen müssen, sondern öfter schon gemacht. Ja. Hab schon einiges investiert in dieses Hobby. Ich bin auch so ein Horst, der einfach den Inazuma Eleven Go Anime, das sind insgesamt irgendwie so 150 Folgen, habe ich mir einfach aus Japan importiert. Einfach so, weil ich es kann. So. irgendwie die Matchups hier, die sind jetzt nie so wirklich toll hier. Was macht ihr hier eigentlich mit mir? Das geht doch nicht. So. Dass dieser Junge sieht aus wie ein Mädchen. Das Problem hatte ich in Inazuma Go Gabi, dachte ich auch. Ja, ich war auch ziemlich verwirrt. Ganz am Anfang. Ne, in Pokémon Licht. Pokémon Licht? Ne. Inazuma Eleven Go Licht. In meinem allerersten Let's Play war ich auch extrem verwirrt. Ist das jetzt. Ist der jetzt er oder eine sie? Ne? Dann habe ich ihn einfach Juno genannt die ganze Zeit, weil er doch ein bisschen so ausgesehen hat. Ja. Aber... Achso, du hast dich eingesetzt. Ich sollte mal aufpassen. Aber das ist wieder so ein Thema. Ich habe ja... Habe ich letztens über Pixiv geredet? Ich glaube, das war in meiner Redlog. Aber ich habe über so Shipping geredet oder so in diesem Projekt, wenn ich mich nicht irre. Aber auf jeden Fall, was ich nicht wirklich verstehen kann bei Shippings oder sowas, ist, dass man Charaktere einem anderen Geschlecht dann zeichnet, damit irgendwie Männchen und Weibchen, dass man die irgendwie shippen kann oder sowas. Irgendwie, ja, ich kann es irgendwie verstehen, wenn man versuchen möchte, einen männlichen Charakter mal weiblich zu zeichnen und weiblichen Charakter als Mann. Das kann ich schon verstehen, aber jetzt nur extra wegen den Shippings und dann, ne, finde ich auch irgendwie extrem, warum muss man das dann machen? Es gibt eben auf Pixiv extrem viele Shipping-Bilder von Victor und Erwin und da habe ich schon ein paar gesehen, wo Erwin als Mädchen gezeichnet wurden. Er wurde gezeichnet, als Mädchen gezeichnet wurde, so. Und das finde ich auch, verstehe ich auch nicht wirklich. Nur damit er oder sie dann irgendwie mit Victor rum kann. Ja. Naja, aber ja. Das Thema Shipping haben wir jetzt schon genug hier angesprochen. Dieses Volumen, das regt schon dezent auf hier mit. Ja, ich vergrabe mich jetzt einfach mal. Mich würde es nicht wundern, wenn das mal später irgendwie in wird. Dass er auf einmal Krypto bietet. Dass auf einmal die Jugend anfängt, sich lebendig zu vergraben, weil das in ist oder so.
Naja, was ich gar nicht mag, wenn die Werte Attackenfähigkeiten random sind. Tja, dann kannst du dich auf unser Projekt freuen. Da haben wir zwar nicht die Attacken random gesetzt, sondern nur die Fähigkeiten. Fähigkeiten, ich kann verstehen, wenn alles komplett random ist, dass das nicht wirklich reizend ist. Dann ist es irgendwie zu chaotisch irgendwie. Aber ich kann dir sagen, wenn man die Fähigkeiten mal random setzt, dann kann es wirklich spannend werden. Manchmal auch ziemlich lustig. Ah. Richtiger Angeber. Tja. Ich gebe doch nicht umsonst einfach so viel Money für das aus. Da muss ich natürlich angeben. So, Volnona, gib doch endlich mal eine Ruhe. Du nervst. Ich habe zurzeit erst 7 Manga, alle von Fairy Tail. Will aber noch die ganze Reihe Sword Art Online auch. Ja. Du bist ja auch noch recht jung, da kann man ja noch verstehen, dass du noch nicht so eine große Sammlung hast. Ich bin schon ein erwachsener Heini, der einfach so viel Geld für sowas ausgibt. Aber egal, ich habe ja schon ein gewisses Erspartes angesammelt, deswegen ist das ja, kann man das ja machen mal. Besonders wenn man so etwas gerne hat. Auf jeden Fall. Was so lange Serien betrifft, da habe ich jetzt nicht wirklich die Motivation, diese anzufangen. Ne, Fairy Tail, One Piece, obwohl ich Interesse hätte. Obwohl Fairy Tail habe ich, glaube ich, einfach nur, weil ich es kann, mir mal den ersten Band gekauft. Aber ja, fortsetzen werde ich jetzt mal länger nicht. Ich kenne Fairy Tail zwar nicht, also nichts gegen Fairy Tail oder sowas. Muss ich mir selber nochmal irgendwann geben, aber es ist einfach eine zu lange Serie für mich jetzt. Genauso wie One Piece und so. Da habe ich jetzt nicht wirklich so viel Zeit dafür. Also, ja. Und es gibt auch gute, kürzere Serien, die man sich geben kann. Oder mittellange. Ja. Generell, wo wir gerade von kurzen Serien sprechen, was einen kurzen Anime betrifft. Bei Anime ist es ja doch relativ schwer, so ein 12-Folgen-Anime zu haben, der dann auch wirklich fantastisch ist. Weil, bevor ich jetzt hier weitermache, gehe ich jetzt nochmal heilen. Weil bei Anime darf man ja nicht vergessen, dass man da ja nicht so viele Möglichkeiten hat. Man hat ja nur eine gewisse Anzahl an Folgen und dann auch war ich da links schon? Eine gewisse Anzahl an Folgen plus die sind ja auch nur irgendwie so 20 Minuten lang. Da kann man nicht so viel Information reinstecken. Deswegen finde ich, dass es dass es schwierig ist, ein Anime zu kreieren, der nur irgendwie so 11-12 Folgen hat und der dann wirklich fantastisch wird. Aber Terror in Tokio finde ich extrem geil gemacht. Das sind, glaube ich, höchstens 12 Folgen oder so. Also das kann ich wirklich empfehlen. Auch, man kann den Anime jetzt auch hier kaufen. Also der wurde ja schon lizenziert hier in Deutschland. Also kann ich das euch wirklich nur empfehlen. Je nachdem, auf welche Story ihr so, welche Storys ihr so geil findet oder Genres, welche Genres und Storys euch ansprechen, so. Aber Terror in Tokio, da geht es um so zwei junge Männer, kann man so sagen, die so Terrorakte, Aktionen vollrichten in Tokio. Und ja, mit Hintergrundinfo, Hintergrundstory und sowas, ich finde es richtig gut gemacht. Ja, ja. Und sie töten keinen. Das finde ich auch nice. Söderle. Der Part ist wieder vorbei. Und im nächsten Part wird es dann wahrscheinlich weitergehen. Nein, es wird dann im übernächsten Part weitergehen. Hahaha, wie oft habe ich das jetzt schon gebracht in meinen Let's Plays? Aber es. Ne, man redet. Vielleicht. Lese ich da gerade Little Busters?
kennst Little Busters. Du hast ihn abgefeiert. Jetzt komm her. Komm aus meiner Kamera und lass dich umarmen. Little Busters. Das ist mein Lieblingsanime. Ah, Little Busters ist so schön. So schön, so schön. wo bin ich denn jetzt schon wieder? Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ach ja, vielleicht versteht man das ja als Zuschauer nicht so ganz, aber als Let's Player, da lernt man dann einfach nur mal so zu reden. Ja, man redet einfach. Und man redet, weil man reden muss. Man redet. Und dann sagt man so etwas. Beim nächsten Mal sieht man sich wieder. Und dann denkt man darüber nach. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Das ist sowieso sowas von logisch. Ja, das sind so Dinge. Man redet einfach und man denkt nicht mehr wirklich so darüber nach. Naja, so. Eigentlich wollte ich diesen Weg hier schneiden, aber ist ja auch egal. Leute, das war's mit diesem Part. Macht's gut und auf Wiedersehen.